jetzt nur freigeschaltet sozusagen. Okay. Wir brauchen eine weitere Drachenseele, um die dann auch einsetzen zu können. Ja gut, dann zack. Jetzt ist ja nichts Neues. Oh, ja. Ich speichere jetzt an dieser Stelle ja, nochmal. In die Falle gegangen. Hier ist doch ein Bund. Ach, und beachtet meinen Assistenten hier gar nicht. Na schön, sehen wir mal, ob... Na super. Gucken, ob wir das irgendwie aufbekommen. Das gibt es nicht. Es geht nicht auf. Da geht... Fast! Ah, verdammt. Es ging doch gerade fast auf. Ja. Scheiße. Jetzt aber. Ah, ganz knapp. Noch ein bisschen weiter. Ah, ne, das ist... Ach. Scheiße, wie viel haben wir noch? Wir haben noch ein paar. Das gibt's doch nicht. Das ist doch auf. Nee, das ist nicht. Was haben, um das so schnell wie möglich zu beenden? Er kriegt gar nicht auf, dass wir rausgekommen sind. Wir sind gerade aufgestiegen, oder was? So, ihr hättet die herkommen. Oh, doch, er hat's mitbekommen. Schade. Da mache ich ihn jetzt platt. Wo ist er? Du verdammter. Boah, fuck, scheiße. Jetzt hat er uns auch noch platt gemacht. Na, ich hätte mal sollen. Eher ein bisschen aufpassen. Wir hätten uns die Sachen auch können später nehmen. Naja, gut. Kann man nichts machen. Diesmal mache ich ihn aber platt. Das hier lasse ich mir nicht nochmal fallen. Gefallen. Diesmal wissen wir ja ungefähr, wie wir das Teil aufkriegen. Hä? Oh, sag nicht, dass das jetzt ein anderes ist. Aber wir müssen. Hoch. Wir müssen weiter nach da. Wieso bricht das die ganze Zeit ab, wenn ich einmal daneben. Eine größere Hilfe als. Ach, halt aufs Maul. Blablabla. So. Da war es doch irgendwo. Da ging es doch einigermaßen. Naja. Also es ist nicht mehr so wie vorher. Das ist natürlich dumm. Nee, hier ist es nicht. Dann ist es irgendwo auf der anderen Seite. Na, ein bisschen ging es gerade auf. Also müssen wir hier hin. Das war nicht. Ach, also wir müssen fast komplett nach rechts. Okay. Und diesmal mache ich den Kerl platt. Verdammt. Boah. Meine Fresse, war das knapp. Abgeschlossen. Tüte den Anführer von Ravengs Fasten. Kehre zu Farkas zurück. So hieß der, stimmt. Gut, jetzt haben wir noch den Schlüssel bekommen. Für hier irgendwas. Nehmen wir gerade noch so einen Zaubertrank. Am besten gerade zwei. So. Puh, mein lieber Scholli. So, dann nehme ich mir mal von denen nochmal das Nötigste. Das will ich auch diesmal tun. So. Gucken wir uns doch hier erstmal noch um. Was haben wir denn hier? Okay, da geht's nicht weiter. Ein Waldelf, der hat nichts Besonderes. Da ist niemand drin. Da ist irgendein... Oh, ein Hund. Den durchsuchen wir nicht. Was ist da drin? Ein Bandit. Wie viel... Oh, wir können auch hier... Ja, nehmen wir mal mit. Und das können wir nicht mitnehmen. So viel Platz haben wir nicht. Okay, hier ist noch wer drin. Ein Bretone, aber okay. Nichts mehr zum Mitnehmen. Aber hier dann noch einiges. Beschädigte Bücher. Zaubertrank der kleinen Heilung, sehr gut. Ein wahrscheinlich sehr interessantes Buch. So wie es aussieht. Eisen durch der Kühle. Das können wir auch mitnehmen. Das Tagebuch von diesem Typ hier. Ungewöhnlicher Stein, den nehmen wir doch direkt mit. Bringe den ungewöhnlichen Edelstein zu einem Schätzer. Das werden wir dann irgendwann tun. Alchemielabor brauchen wir keins.
Ah, mit dem Schlüssel ging das hier auch. Sehr cool. Dietrich und Gold auf jeden Fall. Den Seelenstein nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Wie viel Platz haben wir denn noch? Orkischer Zweihänder, interessant. Aber der ist mir zu schwer. Den können wir nicht mitnehmen. Okay, mal gucken, ob er hier noch irgendwas hat, was wir mitnehmen können. Ja, Gold hatte der. Auch wenn nur sehr wenig. Und dann gehen wir weiter. Ja, da sind nochmal ein paar beschädigte Bücher. Die nehme ich dann einfach mit. Und Tränke der Heilung waren das hier. Noch mehr beschädigte Bücher. Was ist das? Brauchen wir nicht. Da oben liegt auch irgend so ein Müll. Ah, jetzt haben wir zu viel. Na, nehme ich die beschädigten Bücher schon mal nicht mehr mit. Die wiegen ja einen Haufen Zeug. Also, Bücher. Beschädigte Bücher. Müssen wir ganz hoch. Beschädigte Bücher. Ach, die sind ja gar nicht dabei. Wo sind die? Bei Sonstiges oder was? Tatsächlich. Schmeißen wir weg. So. Jetzt haben wir wieder genug Platz. Beziehungsweise jetzt können wir wieder normal laufen. Okay. Wow, da ist ja noch einer. Ich dachte, jetzt wären wir so gut wie fertig. Und dann geht's noch weiter. Beziehungsweise ich dachte eigentlich, wir wären fertig. Wir müssten jetzt einfach nur noch rauslaufen. Aber Satz mit X. Das war wohl nix. Können wir hier irgendwie... Das sieht doch irgendwie zerbrechlich aus. Nee, wir können es anbrennen. Aber da passiert nix. Schade. Wäre cool gewesen, wenn das irgendwie zerstört... Wenn man das hätte zerstören können. Ah, hier ist ein Hebel. Wahrscheinlich aktivieren... Ah, nee, damit geht das Tor auf, nicht... Da, ja, Gott. Und raus. Wo geht's hier noch hin? Oder ist das der normale Weg raus? Das kann ja auch sein. Scheint mir so. Weil es hier so viele Treppen hochgeht. Okay, hier ist alles zerstört. Wow, sind wir hier? Ah, da unten ist wieder der Raum, in dem wir waren. Und wo kommen wir hier hin? Boah, ist ja direkt vor uns. Irgendwas haben wir gerade wieder verbessert. Irgendwas ist wieder aufgestiegen. Ich habe aber nicht gesehen, was. Ein weiterer toter Bandit. Wieso liegen hier so viele tote Banditen rum? Und die Truhe, die ist einfach. Das ist auf Lehrling. Oh, scheiße. Aber wir haben ja eben von den Leuten in der Zelle da sehr viele Dietriche bekommen. Also, in die wir gefallen waren da. Ach, verdammt. So, jetzt, das müsste aber dann funktionieren, ja. Gold nehmen wir auf jeden Fall mit. Das Schwachgift hier, nee. Aber den Seelstein auf jeden Fall. Und den Rest lassen wir hier. Geht's hier weiter? Nee. Wo müssen wir dann... Ach so, quasi eine Sackgasse oder was? Gehen wir dann hier wieder raus, denke ich doch mal. Gut, dann springe ich mal hier runter. Ich hoffe mal, dass sich das nicht umbringt. Ja, ein bisschen geschadet hat es schon. So, und dann nehmen wir wieder den normalen Weg nach draußen. Was ist das denn hier? Ach so, das ist der normale Weg nach draußen. Oh, hier stehen ja noch ein paar interessante Sachen. Ach so, die hatten wir ja diesmal nicht mitgenommen, weil das Spiel neu geladen hatte, oder? Weil wir gestorben waren. Naja, egal. So. Das ist hier der Anfangsraum hier. Gut, und sobald wir draußen sind, können wir uns dann, denke ich, auch wieder teleportieren. Und dann gehen wir zurück nach Weißlauf, denn wir haben ja zwei Quests, die wir jetzt abschließen können. Das hier. So, da sind wir wieder und teleportieren uns hier ganz runter nach Weißlauf. Ach, wir können uns auch direkt mal in die Drachenfeste. Oh, wir können nicht schnell reisen, wenn Feinde in der Nähe sind. Jetzt sag mir mal, was für Feinde. Und in welcher Nähe. Oh, hier sind ja Zelte. Wo kommen die denn her? Okay, probier's jetzt mal wieder. Nee, geht immer noch nicht. Meint ihr den Drachen, der da oben irgendwo haust, oder was? Ach so, oder meint der, weil ich... Vielleicht, weil ich die Waffen draußen hatte.
Ah ja, jetzt geht's. Gut. Reisen wir zur Drachenfeste. Und wir sind wieder aufgestiegen, wie ich gerade sehe. Dann skillen wir doch mal noch mal eine neue Runde. Dass unser Charakter auch wirklich auf Stufe 6 ist. Ach so, eigentlich überspringe ich die Lade. Naja, diesmal ist es jetzt auch egal. Lass ich es einfach. So, ach, wir sind nur vorne dran. Wer ist das hier? Okay. Gut, dann mal rein und dann reden wir mit dem, keine Ahnung was, mit dem Berater des Jarl. Der hatte uns ja die Aufgabe gegeben, irgendwas zu machen. Ach stimmt, diesen Rebellen, Banditenanführer zu töten. Wo ist denn der jetzt? Der müsste doch... Ach so, der ist da hinten dann irgendwo oder da oben. Ach, da oben. Ganz schwach wird es gezeigt. Da ist es ja. Da ist das Symbol. Dann ist er wohl da drin. Oh. Schöne Markierung haben sie da. Jarl-Gemächer. Okay, da schläft dann wohl auch der Berater. Hier irgendwo. Da drin. Da ist er ja. Mögen die Göttlichen euch segnen. Moment. Nee. Wisst ihr was? Ich mache an dieser Stelle mal einen Cut. Ich rede dann beim nächsten Mal.